Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 17. Forst auf der Kiffhäuser mit dem Freezy, dem Werner von den Burning Gamers und den Sachsen-Netzwerker. Mhm. Hallo. Guten Tag. Und den Manus. Jetzt meine neue Ansage das, für mich. Das hat sich irgendwie angehört wie von Nickelodeon, weißt du? Ja. Frag dich mal, warum. Ich bin jetzt, Ich glaube, Tino gehört es auch zum Togo Clever Club Premium Vorteile gedöns. Ja. Das ist aber super, Artie. Samsung erklärt. Ne, Samson. Hieß der Samson? Ja, ich glaube Samson. Ui. Ja, er hat mehr Platz zwischen den Bäumen gelassen. So. Irgendwas stimmt mit den Gabeln nicht, die gehen nicht mal ganz zu. Ernsthaft? Weiß nicht, irgendwie. Irgendwie ist da was anders. Oh mein Gott! Jetzt guckt euch an hier. Kommt der Spezialtransport Manus. Sehr schön. Was du weit falsch warst, ne? Na, 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 na. Ah, hier gehört das rein. Sehr schön. Hör mal gleich mal das Sägewerk in Betrieb. Das ist gut. Ein Stamm, 31%. Läuft. Wir können noch zwei rein. Wisst ihr, was relativ angenehm ist? Dass hier alles relativ flach ist. Ja. Das ist sehr, sehr angenehm. Flach wird hier groß geschrieben, das stimmt. Das Wasser sieht komisch aus. Da drin schwimmen würde ich jetzt auch nicht. Naja. Da. Hört euch mal nicht an. Der Kiffhäuser See wurde zum saubersten See im Kiffhaus gewählt. Ja. Im eigenen See im Kiffhaus hat auch nicht, oder? Ach, Alter, mal kurz drüber? Ja. Ja, ja. So, wie funktioniert denn das hier eigentlich? Einfach nur reinfahren oder was? Ja. Das mit ist dem fürs Reinfahren. Traktor ins Wasser. Dafür ist es. Ah, ja. Läuft. Wunderbar. Da rein nie hin. Sägewerk. So, ich guck mal, wie viel wir haben. Das sind 44. So, fahren wir jetzt trotzdem mal hier den Stamm der Einzelnen da? Achso, wenn die war, ja, okay. Das war noch ein kleiner. Ja, so viel passen dann, also ich glaube noch ein großer und oder noch zwei solche mittlere da und dann ist auch schon Feierabend. Was Feierabend? Okay, tschüss! Ja. das hört er gerne, ne? So einen hat doch jeder auf der Arbeit, oder? Ja. Ja. So Punkt, tschüss! Es gibt auch solche Leute, weißt du. Angenommen jetzt nur 15 Uhr ist Feierabend, 14.30 Uhr machen die nichts mehr. Da wird schon aufgeräumt, ne? Ja, da ist schon aufgeräumt und alles so und dann sitzt die schon da und gucken dich so mit großen Augen an. Und wenn du noch was willst, so, du hast schon auf die Uhr geguckt, oder? Lass das mal morgen machen, ja? Ja, das ist echt so, ey. Ja. 80, einer passt noch. Das ist immer ganz schlimm. Wisst ihr, was auch ganz schlimm ist? Wenn du auf so Behörden bist oder so und dann noch irgendwas willst, keine Ahnung, und 10 Minuten bevor die zumachen anrufen und da geht schon der Anrufbeantworter dran, sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten ja, an, da platzt mir der Arsch. Also da bin ich ja äußerst empfänglich, ne? Da, also, gehe ich direkt steil. 10 Minuten vor 15 Uhr oder vor 16 Uhr. Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. Nein, tu ich nicht! Ja, ohne Witz, das ist wirklich so. Ach ja. Oder so, hatte ich auch schon mal.
gehst da rein auf die Behörde und auch so, naja, vielleicht 10 Minuten vor die zumachen und wolltest nur noch ganz schnell was haben. Ja, mein Computer habe ich jetzt schon runtergefahren. Das dauert zu lange, bis der wieder hochgefahren ist. Da müssten sie morgen nochmal kommen. Ein Morgen ist Sprechzeit 9 bis 11. Ja, aber es ist echt so. Das ist, ey, da kriegst du einen an der Waffe. Aber ich glaube, das kennt jeder, ey. Ja. Packt sie. Das ist nicht kundenfreundlich. Nö. Das juckt die aber auch nicht. Nö, warum auch? Ja, eben. Wow, René. Hat es sich noch vorgedrängelt, der Schlingel? Ja. Ja. Weißt du, kennt ihr diese Idiot-Mercedes-Driver, Idiot-BMW-Driver? Ja, kenne ich, ja. Ja, das ist auch so ein Pfosten, der sich einfach hier im Stau, weißt du, unbedingt, das ist meine Spur, weißt du, und dann so reindrängeln muss und... dann noch rammt und dann einen Unfall baut. Absolute Frechheit. Oh lol. René, warum fährst du zurück? Werner kam gerade mit seinem Pool. So. Ich weiß gar nicht, haben wir modtechnisch was Neues mit reingenommen? Also, tatsächlich ist die Modliste, der Ordner, länger gewesen. Wie? Der Inhalt. Was sagst du? Wie der Inhalt. Nee, wie unsere alte. Merkt man also aber nicht viel davon, oder? Ah doch, wir haben jetzt einen Ural mit drin. Den kenne ich gar nicht. Also das ist meiner. Aber, das ist deiner, okay. Das ist meiner. Aber direkt ins Gesicht. Das ist meiner. Aber der, gut, bis auf einen billigeren LKW ist der halt auch nichts. Ja, gar nichts, also LKW-Ersatz. Scheißmod. Richtiger Scheißmod ist das. Immerhin befriedigend. Der hat immer noch Sachsen-Netplayer drauf? Da steht schon seit Ewigkeit nicht mehr drauf. Da stand noch nie drauf, außer im Kennzeichen. Haben wir ein 900er Fendt Vario mitgehabt damals? Nee, oder? 900er Fendt Vario? Ja, nee. Da ist ein Mod drin. More realistic. Warte, Moment, wo? Bei Traktoren, ganz hinten, neben den Kirovets. Nee, wüsste ich nicht. Warte mal. Ja. Kann der eine Konsole anbauen? Ich glaube, der kann. Nee, kann er nicht. Wow. Besser als das ungünstig. Ich auch nicht dafür gedacht. Scheiße, weil der gefällt mir echt gut. Ja. Ganz kurz im Radlader die Dings ausschalten, die Steuerung hier. Ich glaube, ich weiß, warum Freezy die ganzen Bäume fällt. Warum? Weil sich schon drauf freut, dass er mit der Baumstumpfräse wieder fahren kann. Ja. Vor allen Dingen hier schön gerade, ey. Da kannst du dich richtig austoben für sie. Kann jetzt bitte mal einer hier im Radlader ausschalten? Ja. Schon lange erledigt. Ach, jo, Mann. Ist so. Der Werner. Eieiei. So, wir müssen natürlich. Mann, wir müssen natürlich mal schauen, was wir hier anstellen auf der Map, weil aktuell ist das Problem, dass Bäume fällen und wegbringen. Also ziemlich alles ist. Vielleicht sollten wir mal anfangen irgendwie. Es ist ja jetzt. Wenn man nach den richtigen Jahreszeiten geht, ist ja jetzt quasi der Winter so am Ausklingen. Ne? Und das heißt, diese richtigen Holz- und Forstwirtschaftsbetriebe, die fangen jetzt an, große Mengen Holz einzulagern und quasi zu trocknen für den nächsten Winter. Okay. Weiß nicht, wo du jetzt hin möchtest, aber ja, red weiter. Vielleicht sollten wir uns solche Holzstapel-Dinge holen und die hier voll machen. Vergiss wieder. So, auf jeden Fall, muss ja noch abgeschnitten werden, dann, ne? Nee. So Sand. Ah. Was denn jetzt, ja? Oh, nice. Ah, der ist auch schon abgeschnitten. Ja, der Freezy ist fleißig heute, ey. Kennt man ihn ja gar nicht. Dann lob mich jetzt mal.
Da ist doch, wenn du auf Arbeit so. Warte mal, das ist meiner, den du da gerade anfummelst. Wenn du auf Arbeit mal so fleißig bist, Füsi, da ist doch dein Chef bestimmt gleich ganz aufgeregt und. Oh, der denkt dann, was ist los? Fragt so, was ist los? Oh, nee, was nicht, das ist nicht normal hier. Wie viele Tage Urlaub bist du denn schon wieder? Ja, echt. Was hast du kaputt gemacht? Ich bin ein fleißiger Mitarbeiter, Junge. Also ich glaube viel, aber das glaube ich nicht. Ja, doch so oft wie er samstags arbeiten geht. Das muss man sagen, ist ja löblich. Weil Samstag arbeiten ist eine Kotze. Blödsinn. Das habe ich immer gehasst in meinem Job. Aber ich habe da ehrlich gesagt gar kein Problem mit. Und meine Arbeitskollegin schaut ja auch hier die Videos. Sie kann immer runterschreiben, wie fleißig ich bin. Deine Arbeitskollegin schaut die Videos? Ja, kannst du dir vorstellen, wie das am Ende oder? Ja, wegen dir. Oh, kannst du dir vorstellen, wie das am ersten Tag war? Hallo, ich bin doch Freezy. Und ich mache auch YouTube. Nee, war das nicht. Pass auf, ich stelle überall meine Kameras auf hier, ne? Nur, dass es klar ist. Aber pass auf, jetzt kommt die vernichtende Frage. Ist sie hübsch, Freezy? Da kann er eigentlich jetzt nichts zu sagen. Arbeitsklima in Gefährde. Ohne Witz, sexuelle Belästigung. What? Lass. Ach, weißt du was, das ist scheiße mit dem Ding hier. Ja, scheiße ist es nicht, aber. Ey, andere Idee. Mich da haben wir nicht gekauft, oder? Doch. Okay. Du fliegst ihn, Alter. Ne, wirst schon. Wo sind denn die Gewichte? Warte mal. Ich hab eins, am Kirowetz hängt eins. Am Kirowetz, das kannst du doch nehmen, meine. Oder du fährst einfach so weiter. Oder du nimmst geschnittene Bäume. Es scheint ja zu funktionieren. Laden Antrieb vorne. Nochmal bitte, was hat er? Hat einen Antrieb scheinbar vorne. Ja, die haben alle Motor vorne. Ich meine jetzt antreibende Achse. Ja, sehr schön. Dann nimmst du jetzt Freezy seine Lieblingsarbeit weg. Die ist generell hinten bei Traktoren, würde ich fast sagen. Das behaupten. Tut der nicht. Bist du schwanger? Ja. Ich mach hier echt, ich denke, was sind jetzt die Gewichte? Machst du alles frei und dann kannst du schön. Am Kirowetz! Kirowetz steht hier, da ist nicht. Also, toll. Oh, Randy, bitte! Warum hat denn der Kirowetz ein Gewicht hinten dran? Frag doch, wie sie, der ist damit rumgefahren. Na, bestimmt, um das Gewicht hierher zu fahren. Warum piept das ja die ganze Zeit? Wir hatten einen Rückwärtsgang drin gelassen. Irgendwas piepst hier. Warum hat der da? Wo kommt das her? Ohne Witz. Sägewerk ist leer. Ich glaube, dieses Piepen hörst nur du, Renny. Ich hör's auch. Ernsthaft? Ich hör's nicht, auch. Die Fräse ist so laut. Holt euch alle eine Fräse, da hört ihr das nicht mehr. Jetzt weg? Nö. Na gut, meine lieben Freunde, aber wir sind auch erstmal fertig für die heutige Folge. Füsi hat uns hier schon eine schöne Schneise rein geschnitten. Eigentlich machen wir ja kein Forstprojekt, sondern wir bauen eine Autobahn. Und wie das Ganze weitergeht, das in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Schaut bei den anderen vorbei. Lasst das Däumchen da. Tschüss. Tschüss.